Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heroin vom Staat, das ist das Thema der heutigen Sendung. Der Vorschlag ist Zürich auf den Tisch gekommen, Zürich, Platzspitz. Wir diskutieren heute Abend über das, aber stellvertretend für ähnliche, vielleicht weniger gravierende Situationen, aber ähnliche Situationen in anderen Städten der Schweiz wie Bern, wie Basel, wie Genf, wie Lausanne und so weiter. Drogenpolitik, das sagen auch Drogenpolitiker, ist ihre Sackgasslösungen, die in den letzten Jahren auf den Tisch kamen und diskutiert wurden, haben sich normal zu häufig als Scheinlösungen entpuppt. Drogen vom Staat, das ist ein brisantes medizinisches, aber auch ein brisantes politisches Thema. Ich werde euch die Leute jetzt vorstellen, die heute Abend hier über das diskutieren. Es ist der Hans Brenner, er ist Gärtnermeister und Politiker, Gemeinderat von der Stadt Zürich, von der Schweizerischen Volkspartei, der SVP. Die SVP hat in den letzten Tagen Inserat, wie das Tal erscheinen, Schluss mit dem Platzspitz elendisch gefordert worden. Die SVP will Drogenabhängige in geschlossenen Kliniken behandeln. Dann der Professor Hans Kind, er war früher Direktor der Psychiatrischen Poliklinik, ist Spezialarzt für Psychiatrie, er ist auch Spezialist in Drogenfragen. Und das ist die Frau, die alles ins Rollen gebracht hat, die Vorsteherin vom Zürcher Sozialamt, Emilie Lieberherr. Der Arzt und Drogenfachmann André Seidenberg kennt den Platzspitz und darum aus eigener Erfahrung. Er hat dort gearbeitet und er ist so etwas wie der geistige Vater vom Konzept von der Frau Lieberherr. Und hier neben mir sitzt Frau Brigitta N. Ich bin mit der Frau N. übereingekommen, dass wir ihren Familiennamen nicht nennen, dass sie doch einen gewissen Schutz hat, trotz der Teilnahme an dieser Diskussion. Die Frau N. hatte eine Tochter, Nathalie. Sie ist am 17. März dieses Jahres gestorben. Das Bild, das wir hier sehen, ist an ihrem Todestag aufgenommen worden. Frau N., was gibt es zu sagen zum Tod von der Nathalie? Nathalie ist gestorben mit 21 Jahren und 9 Monaten. Sie hat einen langen Kampf hinter sich gehabt. Sie hat sehr viel leiden in der letzten Zeit. Und sie hat in diesem Frühling für ihr junges Leben keine Zukunft mehr gesehen. Und ich habe ihrer Beerdigung gesagt, sie hat den Weg auf dieser Welt zu Ende gebracht, weil sie gefroren hat in der Kälte von unseren Städten. Und weil sie Angst hatte vor dem Gesetz von dem Staat. Das ist jetzt einfach mal vorweg. Habt ihr das Gefühl, dass Heroin vom Staat, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, dass das irgendetwas verändert hat am Schicksal von Nathalie? Wie ich schon gesagt habe, Gesetz vom Staat würde natürlich auch ändern, wenn es Heroin freigeben würde. Ich glaube, das gibt sich dann in dieser Diskussion, ob das der richtige Weg ist. Was ist eigentlich in Zürich vorgesehen? Was liegen für Vorschläge da? Eine Kollegin von der Rundschau hat das in einem kurzen Bericht zusammengefasst. Den wollen wir jetzt noch schnell anschauen. In Zürich sollen verteilt über das ganze Stadtgebiet etwa 10 Anlaufstellen geschaffen werden. Einrichtungen, die dem Berner Fixerstübli, aus dem diese Bilder stammen, ähnlich sind. Mit einem gewichtigen Unterschied allerdings. Das Konzept Seidenberg sieht vor, nicht nur wie bisher saubere Spritzen abzugeben, sondern auch gleich den begehrten Stoff selber zum Sofortkonsum an Ort und Stelle und unter ärztlicher Aufsicht. Zum selbsttragenden Preis von ca. 10 Franken pro Verabreichung soll eine ganze Palette von Opiaten angeboten werden. Methadon-Trinklösung. Diese Ersatzdroge wird bereits heute von Ärzten in Tagesrationen an Heroinsüchtige abgegeben. Methadon-Spritzen. Neu soll Methadon auch in Spritzenform abgegeben werden. So erzeugt der Stoff einen Wonneschauer, den von Heroinsüchtigen angestrebten sogenannten Flash. Morphiumtabletten. Für Konsumenten mit Methadonabneigung sollen neu auch Morphiumtabletten mit einer Wirkungsdauer von 12 Stunden abgegeben werden. Morphiumspritzen.
Morphium in abgefüllten Spritzen soll methadonbehandelte Patienten auf der Jagd nach dem begehrten Wonneschauern vor Abstürzen in die illegale Szene abhalten. Heroinspritzen. Die legalisierte Heroinabgabe soll die Süchtigen vom Schwarzmarkt wegbringen. Allerdings wäre dafür neben der kantonalen auch eine eidgenössische Bewilligung notwendig. Die Süchtigen sollen unter ärztlicher Aufsicht frei aus dem Angebot auswählen können. Die Dosis bestimmt der Arzt. Selbst Gelegenheitskonsumenten sind zugelassen. Der Zugang soll möglichst leicht sein. Frau Lieberherr, das sind die Vorschläge, die Sie bekannt wurden, hatten ziemlich Gegenwind. Ich habe die Leserbriefe angeschaut, die Sie in den Zürcher Zeitungen hatten. Da ist schockiert. Ist die Rede von schockiert gewesen, von einer Schande, von Unsinn. Zürich Leue hat geschrieben, oder Zürich Woche, sei ein völliger Schuss daneben, liebe Emily. Hat ihr das erwartet, die Reaktion? Ich habe das natürlich erwartet, denn das ist eine absolut neue Betrachtungsweise. Und ich glaube, so wie die Leute Angst haben vor der ganzen Drogenszene, haben sie selbstverständlich auch Angst vor der Möglichkeit, dass man die Drogen abgeben könnte. Ich bin aber eigentlich auch, andererseits bin ich auch überrascht, nicht nur von der Angst der Leute, sondern auch von dem grossen Echo, das ich eigentlich auch sehen konnte, wie die Leute finden, es ist richtig, dass man jetzt mal ganz sachlich und ganz unorthodox an das Problem herangeht. Es ist also nicht nur so, dass die Leute entsetzt waren ob dem Gedanken, sondern ich konnte jeden Tag jetzt feststellen, dass die Leute froh sind, dass man jetzt mal eine gewisse Schallmauer durchbrechen tut und dass man auch den Mut hat zu sagen, wir fassen mal ganz andere Möglichkeiten ins Auge fassen. Aber steht ihr voll und ganz 100% hinter diesen Vorschlägen? Selbstverständlich stehe ich dahinter. Und schauen Sie, wenn wir jetzt hier gesehen haben, das war jetzt eine rein sachliche Darstellung von einer Applikation, oder? Aber wenn man das Elend sieht, das haben wir ein bisschen gehört aus den wenigen Worten von der Frau N., wenn man ein bisschen sieht, was geht und was da für trauriges Elend da passiert, dann muss man einfach Neues anfassen und ich stehe auch voll dahinter. Hans Brenner, ihr habt eine andere Sicht der Dinge, glaube ich. Ja, eindeutig. Was Frau Lieberherr letzte Woche in Zürich verkündet hat, ist etwas absolut Einmaliges. Ich müsste sagen, einmalig auf der ganzen Welt. Das ist meines Wissens in diesem Mass noch nie probiert worden. Aus meiner Sicht und auch aus meiner Sicht von unserer Partei, das lässt sich ja ganz klar ablesen aus unseren Verlautbarungen, können wir ganz ausgeschlossen zu so einer Massnahme, zu so einem Vorschlag Ja sagen. Heroin abgeben, auch wenn es kontrolliert ist, jeden Tag 3-4 Mal bei einem Arzt, ist doch langfristig gesehen eine Kapitulation. Eine Kapitulation vor dem Drogenproblem als solches. Eine Kapitulation von unserer Drogenpolitik, die eindeutig, nicht nur bei uns, überall, Schiffbruch erleidet, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil wir ja den Weg sowieso noch nicht sehen. Und vor allem eine Kapitulation vor dem grossen internationalen Drogenhandel. Das kann mir niemand weismachen, dass man mit dem den Drogenhandel könnte nur auf ein bestimmtes Minimum zurückschauen. Ganz ausgeschlossen. Stoff braucht es gleich. Herr Siedenberg, Kapitulation vor dem Drogenhandel. Was waren eure Motive für so Vorschläge auszuarbeiten? Also Kapitulation ist das natürlich in keiner Art und Weise. Es ist so, dass gewisse Teile der Probleme gar nie grundsätzlich angeschaut worden sind oder erst zögend in den letzten Jahren. Ich denke, aus medizinischer Sicht hat man ganz einseitig psychiatrische Überlegungen im Vordergrund gestellt. Und es gibt grundsätzlich ja das Problem einmal von der katastrophalen gesundheitlichen Situation, dass zunehmend immer mehr Leute sterben, auch prozentual. Wenn sagen wir, in den 70er Jahren
ein Drittel der Drogenkonsumenten, also der Heroinkonsumenten, langfristig an ihrer Sucht gestorben sind. Jetzt muss man erwarten, dass von den 80er-Jahr-Fixer viel mehr wie die Hälfte sterben werden. Das ist eine Situation, die ganz deutlich macht, man muss zuerst vom Gesundheitlichen ausdenken, also vom körperlich-gesundheitlichen ausdenken und kann andere Ziele dann an zweiter Stelle auch überlegen, muss sie auch überlegen. Es ist nicht so, dass man die nicht mehr überlegen sollte. Dann gibt es andere Überlegungen. Man sieht, dass überall dort, wo es leichter ist, an Stoff heranzukommen, wo der Stoff billiger ist, ganz erheblich billiger ist. Zum Beispiel in Holland ist er mindestens 10-mal billiger, wenn man die Konzentration des Stoffs und den absoluten Preis anschaut. 10-mal sicher, eher 20-mal billiger. Also dort haben die Leute viel leichteren Zugang zum Stoff, in anderen Ländern zum Teil auch. Und man sieht, dass das Niveau des Preises, also das ist ein Teil von der Repression, wo das definiert, wie hoch der Preis ist, das ist ganz ausschlaggebend, wie gesund die Leute sind. Und es zeigt sich auch, dass es nicht so ist, dass dort viel mehr Leute konsumieren, sondern tendenziell weniger. Überall in diesen Ländern, England, Holland als Beispiel, es gibt auch noch andere, dort werden vor allem weniger Leute neu angefixt. Es ist viel weniger Druck in der Szene. Wir können ganz viele Faktoren nennen, wir kommen sicher noch mal drauf. Hans Kendi, ich möchte auch noch von eurer Meinung hören. Ihr seid ja skeptisch im Vorschlag gegenüber Heroin vom Staat. Ja, ich bin skeptisch. Die Frage ist natürlich, was will man mit dem erreichen? Was ist eigentlich das Ziel davon? Und das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Ich meine, bisher, oder ich meine, grundsätzlich an sich wäre ja das Ziel, die Drogenabhängigen von ihrer Sucht freizubringen oder mindestens zu einem Leben zu bringen, wo sie können einigermaßen existieren können, ihren, zum Beispiel ihren Lebensunterhalt selber verdienen, also als Bürger wie sonst andere Leute einigermaßen leben in dieser Gesellschaft. Ich meine, das wäre doch das Ziel. Und da ist die Frage, wird das Ziel mit dem Vorschlag erreicht? Und da, glaube ich, sind einfach ganz grosse Zweifel dran. Und dort, wo man es probiert hat, also zum Beispiel in England ist bis im 68 ist Heroin abgegeben worden durch die Ärzte. Sie können durch die Ärzte abgegeben werden. Nach 68 hat es bis, ich glaube, 80 um das herum, hat es durch bestimmte Ambulatorien, sogenannte Kliniken, abgegeben werden. Und es ist in England aufgegeben worden. Und es ist nicht aufgegeben worden, weil aus also sagen wir, moralischen oder politischen Gründen, sondern weil es nicht durchführbar war und weil eben das Ziel nicht erreicht worden ist, wo man gemeint hat, nämlich den schwarzen Markt trocken zu legen in einem wesentlichen Mass. Und ob das bei uns geschehen könnte, ich glaube, das ist einfach eine ganz grosse Frage, ein grosses Problem. Ich meine, wir haben noch nicht, oder wir kommen ja dann auf die Frage, was wäre die Auswahl? Welche Fixer zum Beispiel? Nicht? Und wo müsste die Grenze gezogen werden und so weiter? Sie haben gesagt, Herr Seidenberg, oder geschrieben mindestens in dem Papier, auch Gelegenheitskonsumenten sollen einfach kommen können. Und also Morphium, Sie reden ja nicht von Heroin, Morphium bekommen. Ich glaube, das ist also schon ein Problem, wo man sich über die Konsequenzen von dem doch auch müsste ein bisschen Gedanken machen und fragen, wohin, was das führt oder was das für Auswirkungen hat, jetzt nicht einfach auf die Fixer-Szene, sondern auf die Gesamtproblematik von der Sucht. Und ich glaube, etwas ganz Zentrales, und das will ich jetzt gerade am Anfang sagen, nicht, Frau Lieberherr hat davon gehört, wir müssen eine neue Lösung finden. Und ich glaube, etwas ganz Wesentliches, wo wir darauf ausgehen, es gibt für das Drogenproblem nicht eine Lösung, es gibt keine Patentlösung. Wir werden müssen leben mit dem Suchtproblem, so wie immer jede Kultur, jede Gesellschaft hat müssen mit ihrem Suchtproblem leben. Es wird darauf herauskommen, das Übel so klein wie möglich zu halten. Das ist das Ziel. Aber es werden aus der Welt schaffen, entweder mit Heroinabgabe oder mit Einsperren, wie Sie, Herr Brenner. Das sind meiner Meinung nach keine Lösungen. Also wenn ich im Brenner seine Inserat oder die Inserat oder SVP richtig verstanden habe, dann bietet ihr ja eine Lösung an. Das heisst Räumung vom Platzspitz und Internierung von drogenabhängigen Spezialkliniken. Ist ganz klar, wenn ich da gerade die Antwort gebe, dass wir mit diesen klischeehaften Aussagen in diesen Inserat
das ja nicht differenziert zum Ausdruck bringen. Bei dieser Frage, Herr Retz, ist es aber doch wichtig, dass wir die Geschichte von dem Platzspitz in den letzten zwei Jahren nochmal anschauen. Es ist ja nicht zufällig, dass wir jetzt im Jahr 1989, wo gleichzeitig ein Vorwahljahr ist, Zürich, den Platzspitz in diesem Zustand haben. Frau Lieberherr, im Mai 1988 hat Ihnen das erste Mal der Gemeinderat Ihr Konzept mit den dezentralen Drogenstationen durchkreuzt. Mit dem, dass man offiziell vom Gemeinderat aus die erste Hilfe im Platzspitz unten angeboten hat. In einem zweiten Vorstoß, Ende 1988, im Dezember, behandelt im Januar 1989, hat man die Erweiterung von diesen Brenner, wir wollen nicht lokalpolitisch die ganze Vorgeschichte aufrollen. Hier. Für mich ist eigentlich interessanter zu wissen, glaubt ihr, dass in geschlossenen Kliniken Drogenabhängige können interniert werden und dass das ein Lösungsansatz ist für das Drogenproblem? Ich komme gerade darauf, aber ich meine doch die Aussage, Platzspitz räumen, wir sind da ganz klar dagegen gewesen, dass man es aufmacht, den Platzspitz. Wir haben auch vorausgesagt, dass wir im 1989 den Zustand haben. Frau Lieberherr weiss das noch ganz genau. Den haben wir jetzt heute. Geschlossene Drogenkliniken. Warum gibt es den Platzspitz? Nicht wahr? Das ist doch eigentlich die zentrale Frage. Warum gibt es überhaupt den Platzspitz? Wenn ich vielleicht doch jetzt noch ein bisschen weiter darf, wie ich auch im Grunde nach wähle. Der Platzspitz gibt, und darum habe ich von Geschichte geredet. Wir hatten das AJZ Anfang der 80er Jahre. Es war bereits so ein Zustand. Wir hatten den Stadelhofer Platz, wir hatten die Riviera, wir hatten den Hirschenplatz. Am Schluss haben wir Stratschmiedli. Und dann hat man gefunden, jetzt gehen wir in den Platzspitz. Sie sind überall vertrieben worden. Richtigerweise. Es ist so. Sie sind vertrieben worden. Und jetzt ist immer grösser geworden. Dass die Sogwirkung mit dem Platzspitz der Weg kommt und in der Praxis sich auswirkt, über das müssen wir nicht reden. Das ist der heutige Zustand des Platzspitz. Aber sehen Sie, Entschuldigung, wenn man jetzt den Platzspitz wieder räumen, wie Sie jetzt vorschlagen, dann passiert doch das gleich. Die Drogenabhängigen, die verschwinden doch nicht von der Bildfläche. Die müssen wieder irgendwo noch immer unten schleifen. Und dann haben wir nachher wieder eine Szene, vielleicht im Hirschenplatz, und dann fällt das alles wieder von vorne an. Und die Aussenquartiere, es kann sogar zu ihnen aus Affoltern rauskommen. Überall können nämlich so Nebenzentren können entstehen, und dann haben wir wieder genau die gleiche Situation. Und wenn ich gerade das Wort habe, jetzt möchte ich doch noch etwas sagen, wegen dem Begriff Kapitulation, den Herr Brenner gesagt hat. Also mit eigentlich Kapitulieren vor dem Drogenhandel, vom grossen Drogenhandel, mit eigen Kapitulieren vor der ganzen Problematik, vor dem Drogenkonsum. Ich würde gerade sagen, was wir jetzt haben, in der Situation, in der wir jetzt drin sind, das ist doch Kapitulation. Ich meine, wir haben weltweit einen unsinnigen, asozialen Handel mit Drogen, einen Milliardenhandel. Und zwar wuchert der in alle Industrienationen rein. Sogar jetzt schon in gewissen Entwicklungsländern rein. Und in Ländern, wo wir es nie für möglich gehalten hätten, dass dort ihnen auch Drogenkonsum so sich ausbreiten würde. Also das ist doch die Realität. Das ist ein riesiger Handel, der viel Geld verdient wird. Und da kann man sich natürlich fragen, ob man nicht etwas machen könnte, dass man in diesem Drogenhandel ein bisschen stören kann. Der grosse, ertragreiche Drogenhandel. Und ich bin der Meinung auch von Ihnen, Herr Professor, Kind, das Drogenproblem kann man nicht lösen. Zucht, das ist etwas, das ganz andere Gründe hat. Und da müssten wir also dann schon ein bisschen mehr in die sozialen Untergrundstrukturen gehen und feststellen, wieso gibt es heute so eine Neigung zu Sucht und so weiter. Also das meine nur jetzt zum Handel zurückkommen. Also den Handel ein bisschen stören, indem man sagt, wir tun jetzt da den Marktmechanismus ein bisschen durchbrechen und wir tun sogar selber etwas anbieten im Sinn von einer Hilfe an solche Leute, die dann Drogen mit nachher rennen. Das ist das eine. Und das zweite, Herr Brenner, wenn Sie sagen Kapitulation vor dem grossen Drogenproblem, ich würde sagen, aber das haben wir eben heute schon. Heute haben wir Kapitulation. Wir alle zusammen stehen doch am Ort und wir treten den Mord, wir probieren allerlei aus. Und wenn ich vorhin gesagt habe, eine Lösung suche, etwas Neues ausprobieren, habe ich gemeint, Herr Professor Kind, man muss auch vor Lösungen vielleicht nicht zurückschrecken, die vielleicht im Moment als sehr
extrem angeschaut werden. Und wo man vielleicht sagt, das darf man nicht verantworten. Aber ich muss jetzt da gerade zum Vornherein etwas sagen. Also zu den Geschlossenen möchte ich dann auch noch etwas sagen. Aber Frau Lieberherr, ich werde das gerade schnell sagen. Den Brenner haben wir die Frage noch nicht beantwortet. Ja, aber wie seht ihr das? Geschlossene Kliniken. Also durch Geschlossene würde ich natürlich sagen, mit dem können wir das Problem natürlich nicht lösen. Erstens einmal frage ich mich nämlich, ob man Leute, Drogenabhängigen, hilft, indem man sie zwangsweise in eine Institution reintönt und wenn sie rauskommt, ob sie dann so quasi geläutert aus dieser Klinik nach dem Schluss rauskommen. Da mache ich ein grosses Fragezeichen. Zweitens, das ist jetzt rein soziale und auch das menschliche Element. Menschlich ist es für mich unhaltbar, dass man einfach Menschen geht, irgendwo neu hingeht, zwangsweise geht, internieren, gegen ihren Willen. Es ist eine gemeinte zwangsweise Internierung. Das widerstrebt meinem Bild, dass man den Menschen nicht vergewaltigen darf. Aber es kommt dazu, dass wir natürlich auch gesetzliche Grundlagen haben. Also wir haben ja schließlich und endlich haben wir gesetzlich geregelt in unserem Land, ob man jemandem die Freiheit entziehen darf. Was sie selbst als Grundlage nehmen, ist das, dass man als freiheitliche, also als Freiheitsentzug, fürsorgerische, FFE heisst das, fürsorgerische Freiheitsentzug, dass man das dort einsetzen. Und da kann ich Ihnen sagen, ich bin Präsidentin von der Vormundschaftsbehörde von der Stadt Zürich, das ist sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Das kann man nur, und es ist auch richtig, wir haben schliesslich auch eine Menschenrechtskonvention, wir können auch nach Straßburg gehen, wir können dort nämlich das anrufen, das kann man machen, das heisst ausdrücklich im Gesetz hinter, dass man das machen kann, wenn alle anderen fürsorgerischen Mittel nicht gehauen haben. Also man muss zuerst alles ausprobieren. Ja, und zweitens heisst, klar sagen, es ist undurchführbar. Und zweitens heisst, wenn entsprechende Vormundschaftsbehörde wird das überhaupt nicht durchführen. Wenn nur das auch kapazitätsmässig. Ja, wenn man das durchdenkt, dann heisst, dass man müsste wirklich Konzentrationslager aufstellen, weil Land ist von der Zahl her das schlicht nicht machbar. Und es gibt keine Plätze in den Gefängnissen, es gibt keine Plätze in den Entzugsstationen, die das auffangen könnten. Ja, woher wollen Sie die tun? Herr Brenner? Ja, wir haben jetzt eine ganze Stufe übergumpelt, mit dem, dass man gerade bei den Konzentrationslagern landet. Man hat ja gewusst, dass der Ausdruck zum Beispiel kommt. Konzentrationslager. Also ich habe den Ausdruck Konzentrationslager sehr ungern, das muss ich Ihnen sagen. Ja, eben. Das kann sicher also, nicht die Meinung aber sein. Aber Kliniken, haben Sie vielleicht gemeint, geschlossene Kliniken? Zwischen denen gibt es bis zu einer geschlossenen Klinik gibt's noch verschiedene Stufen. Das Ziel von der Drogenpolitik muss doch nach meiner Auffassung eindeutig sein, Suchtfreiheit und nicht nur Schmerzfreiheit. Wie kommen wir zu einer Suchtfreiheit, indem dass wir die Suchtmittel mit staatlicher Hilfe fast gratis abgeben? Die Motivation für eine freiwillige Therapie, wo ja die erste Stufe wäre, man will ja das, eine freiwillige Therapie um Handbeispiel. Ich kann die nachher dann aufzählen in der Schweiz, wir haben verschiedene Beispiele, mit Erfolg. Und wenn man die einfach überschaut und nur von geschlossenen Gesellschaften redet, dann ist das schon nicht ganz differenziert. Darf ich hier mal schnell Frau N. fragen, Suchtfreiheit, das war jetzt gerade ein Stichwort. Ja. Ist das bei der Nathalie ein Ziel gewesen, das man hätte können, realistischerweise anvisieren konnte? Oder wie ist das dort gelaufen? Man hat das Ziel angestrebt. Und zwar muss ich jetzt da gleich mal ein bisschen erzählen von meiner Tochter. Sie hat also, als sie etwa 17 war, hat sie so ein bisschen geschneugt in den Drogen. Sie hat so ein paar Sachen ausprobiert, war aber überhaupt nicht süchtig gewesen. Sie hat gerne in diesen Kreis verkehrt. Sie hat eine andere Kultur dort kennengelernt, sie hat sich dort wohlgefühlt. Sie hat dort so leben, wie sie es sich vorgestellt hat. Sie war also kein Kind mehr, aber sie musste nicht zu der Erwachsenenwelt gehören. Die hat ihr Angst gemacht, wie viele von diesen Drogenabhängigen. Sie hat dann mit etwa 19 einen ersten, kann man sagen, Rückfall gehabt, wo sie dann wirklich in die Heroin-Szene reingekommen ist.
nicht in Zürich, in einer anderen Stadt. Und es hat sie dann gepackt, sehr intensiv. Sie ist also süchtig geworden. Und sie ist in dieser Sucht geblieben, 3-4 Monate. Und sie hat dann selber freiwillig sich einschliessen lassen. Sie war also in einer psychiatrischen Klinik. Und im Nachhinein würde ich sagen, das waren also die schlimmsten Wochen von ihrem jungen Leben. Ich habe mir das auch etwas anders vorgestellt, wie das vor sich ging. Sie war nachher in einer WG. Sie hat die auch freiwillig selber ausgewählt. Sie hat dort gearbeitet, sie hat dort gewohnt, sie war dort. Sie ist dann nachher zurück auf Gass. Sie war eine Woche nur hier in Zürich im Platzspitz und dann ist sie schwer krank, ist sie dann zu einem Arzt gekommen und in eine Intensivstation, Kantonsspital. Sie hat dann ein ganzes Jahr mit einer schweren Lunge- und Lymphdrüsenkrankheit laboriert und hat dann in dieser Zeit gemerkt, irgendwie, ich muss meiner Gesundheit schauen. Sie hat dann plötzlich gemerkt, dass ihr Leben noch etwas wert ist und sie hat einen sehr guten Arzt gefunden in Zürich, der sie sehr gut betreut hat, psychisch und physisch. Und als sie dann wieder mal einen Absturz hatte, einen Rückfall hatte, der ihr enorm zu arbeiten gegeben hat, weil ihr müsst also alle nicht meinen, das sei so lustig, wenn man da wieder mal versagt hat, wenn man wieder mal hintergefallen ist, wenn man wieder mal auf der Platzspitze marschiert ist und wieder mal so einen Stoff reingelassen hat. Das ist alles andere wie lustig für die Drogensüchtigen. Und sie hat dann mit ihrem Arzt zusammen ist sie übereingekommen, ein Methadon-Programm aufzunehmen. Sie hat 18 Monate, 19 Monate hat sie das Methadon-Programm durchgemacht, von 85 Milligramm bis auf 5 Milligramm. Das ist also in einer kurzen Zeit. Oh, das kannst du mir bestätigen, 18 Monate ist nicht lang. Ohne einen einzigen positiven Urinbefund, sie hat also kein Urin, kein Heroin, irgendetwas genommen in dieser Zeit. Was sie in dieser Zeit durchgemacht hat, das sind sehr viele Depressionen. Sie hat also sehr viel mal nicht mehr weiter gewusst. Sie hat die ganze Zeit gearbeitet. Sie hat also können den Lebensunterhalt selber verdienen. Sie ist das letzte halbe Jahr von ihrem Leben ist sie in Bern gsi. Sie hat dort gearbeitet. Sie hat das Methadon-Programm zu Ende geführt. Sie ist also, wie sagt man dem, drogenfrei eigentlich. Und ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre, wenn sie nicht das Gerichtsverfahren vor sich gehabt. Sie hat also das Gerichtsverfahren vor sich gehabt, wo von dem 2 Jahre vorher geschehen noch in der Schwebung war. Sie hat immer wieder müssen vor den Untersuchungsrichter. Sie hat immer wieder ihre Unschuld beteuert, dass sie nicht einmal einen Kleinhandel gemacht hat, nur einen Konsum. Man hat ihr das nicht geglaubt. Ich kann nicht sagen, was sie dann schlussendlich dazu gebracht hat, ihr Leben aufzugeben. Ich würde meinen, schon den Druck von diesen ganzen Verhör und von dieser Gerichtsverhandlung. Herr Brenner, die Massnahmen, die ihr noch überlegt, also eben geschlossene Kliniken, Räumung vom Platzspitz, das muss ja etwas, wenn wir Frau N. gehört haben, sehr belastend sein für Drogensüchtige. Tut ihr dem auch Rechnung tragen? Das müssen wir teilweise Rechnung tragen. Aber ganz sicher nicht umfassend. Weil das ist ja nur ein Teil von dieser ganzen Drogenproblematik bzw. von der Massnahme. Wir müssen ja einen Weg finden. Wir sind klar der Auffassung, die Freigabe kann auch nicht sein. Also müssen wir auf dem Weg, den man bis jetzt beschritten ist, und vor allem auch im Ausland, da werden wir sicher noch drauf kommen, Beispiel, eindeutig sieht, dass man heute wieder mit repressiven Massnahmen versucht, in den Griff zu bekommen.
Herr Brenner, auf dem Friedhof, wo meine Tochter liegt, auf einem kleinen Karo, hat es 7 Drogentote. 2 haben sich unter den Zug gerührt. Einer hat eine lange, 2-jährige Therapie gemacht in Frankreich. Auch der hat nicht mehr weiterleben. Die anderen haben Überdosen gehabt, oder andere Schicksal, ich kenne die nicht alle. Auf einem kleinen Karo 7 Drogenopfer und 2 Mütter von Drogensüchtigen. Es wäre aber einfach zu sagen, das komme wegen der Repressionen, die man gegen die Drogen macht. Das ist sicher der erheblichste Faktor. Also es gibt keinen Grund, wieso dass man Heroin muss auf eine so gefährliche Art konsumieren muss, wie das bei uns passiert. Da gibt es also nicht einfach grundsätzlichen Grund, sondern das ist gesellschaftlich hergestellt. Was wir eigentlich müssen diskutieren, und da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, also wenn Sie, Herr Kind, Zuerst sagen Sie mal, es gibt nicht die Lösung des Drogenproblems. Sind wir alle einverstanden, das ist ganz klar. Man kann nicht den Leuten die Illusion geben, es sei so, es gäbe eine Lösung, irgendetwas, und dann plötzlich ist alles verschwunden. Trotzdem halten wir an dem Abstinenzparadigma, heisst das, fest. Also irgendwo ist das doch das Gleiche letztlich, wie die Illusion, wir können eine suchtfreie Gesellschaft herstellen. Und wenn man einfach dann nur herangeht und das Ziel sagt, das Ziel, das man an die Leute herantreibt, die müssen das Ziel erreichen, dann fordert man von denen etwas, was sie mal zuerst nicht können. Und man fordert etwas von denen, wo eigentlich die Mehrheit, und zwar die überwiegendste Mehrheit der Gesellschaft, auch nicht kann, nämlich suchtfrei leben. Wir alle haben, die meisten von uns, haben irgendwelche suchtartigen Gewohnheiten, und es fällt niemandem ein, all diese suchtartigen Gewohnheiten dermassen unter Druck zu setzen, bis sie dermassen gefährlich werden. Und ich glaube, wenn man weniger gefährliche Situationen erreichen, und zwar nicht nur medizinisch, auch gesellschaftspolitisch, also man kann ganz viele Sachen nennen, dann muss man herangehen und weniger Druck machen. Und wie machen wir das in unserem geltenden Rechtssystem? Ich meine, wir können nicht einfach sagen, ja, wir übernehmen das Modell dort und dort, das Modell da und da, sondern wir müssen hingehen und schauen, was ist in unserem Rechtssystem, in unserem Gesellschaftssystem möglich. Innerhalb des Betäubungsmittelgesetzes ist es möglich, eine Konsumform anzubringen in Institutionen unter ärztlicher Verantwortung. Das ist rechtlich möglich, wo weniger gefährlich ist. Und dann muss man sich, dann kann man ja nicht einfach sagen, ja, in England ist das auch nicht gegangen. In einem Milieu, wo dermassen ein leichter Zugang ist, vergleichsweise zu Heroin und anderen Opiaten. Könntest du schnell erklären, was in England war? Herr Kind hat das ein bisschen erklärt. Also man hat, eine Zeit lang hat man Heroin sehr leicht bekommen. Man hat einfach ein ärztliches Rezept gebraucht. Das ist also meines Wissens auch länger noch gegangen, wie 68. Das hat aber also auch nachher, sind die Therapien ja zum Teil auch weitergeführt worden. Nicht nur, ja, aber ja. Nicht nur, also es haben auch Ärzte können Opiat weiter sehr leicht abgeben. Opiat, aber nicht Heroin. Gut, aber also Morphium ist zum Teil sehr leicht zugänglich gewesen. Auch das Heroin ist de facto sehr, sehr billig dort in der Szene. Also all die Faktoren spielen eine Rolle, vielleicht auch eine andere Mentalität und so weiter. Man kann nicht einfach sagen, das Modell ist gescheitert. Ja, die Heroin-Maintenance, wie das heisst, das hat nicht funktioniert. Gell? Das ist in England nicht ein Weg, der getragen hat. Der ist verlassen worden unter wenig Druck. Es hat da nicht irgendwie politische Pressionen gegeben, da bin ich mit Ihnen einverstanden. Aber es ist in der Schweiz eine andere Situation. Es ist ganz klar, dass Fixerräume zum Beispiel in Bern erheblich attraktiv sind. Und nur schon deswegen, weil die Fixer dort unter weniger Repression können einfach einmal irgendwo sein und auch noch konsumieren. Es ist ganz klar, dass wenn man zusätzlich Stoff abgibt, so wie das Frau Lieberherr vorschlägt, dass man Heroin abgibt, dass viel, viel mehr Konsumereignisse in diesen Institutionen passieren werden und dass man das dort kann auf weitgehend ungefährliche Art machen kann. Und es ist ganz unbestritten, dass man damit niemand dazu, praktisch niemand dazu bringt, dass er nur noch dann dort konsumiert.
Und nur noch diesen Stoff konsumiert, das kann kaum jemand wählen. Man muss einfach dreimal im Tag oder sogar viermal im Tag, wenn man richtig drauf ist. Und dann ist es auch klar, dass man etwas muss geben muss, wenn man es nur unter Kontrolle machen will, wie es unser Gesetz vielleicht vorschreibt. Dann muss man herangehen und etwas länger Wirkendes geben. Und das ist das, was ich vorgeschlagen habe, dass man auch noch langwirkende Morphin-Derivate oder Morphin selbst. Darf ich? Ich glaube, wir müssen die Diskussion jetzt ein bisschen strukturieren. Sonst reden wir da kreuz und quer. Reden. Ich glaube, das, was Frau N. jetzt über ihre Tochter erzählt hat, oder das Schicksal, das ihre Tochter hatte, das wäre ja weder durch Heroinabgabe noch durch eine geschlossene Klinik in günstigem Sinn verändert worden, nicht das Schicksal. Sondern durch Straffreiheit? Ja, ja, durch Revision von Betäubungsmittelgesetz. Also Veränderung von, in dem Sinn von der Repression, aber nicht durch Abgabe von Heroin oder durch Internierung. Ja. Also, sicher nicht. Wir reden ja aber jetzt über die beiden Probleme, die beiden Extremprobleme. Ja. Und ich glaube, die sollten wir jetzt getrennt diskutieren, weil die haben an sich nichts miteinander. Das heisst, sie stehen einander als extrem gegenüber. Auf der einen Seite die freie Heroinabgabe, auf der anderen Seite die zwangsweise Hospitalisierung. Also es ist nicht frei, es ist eine kontrollierte Abgabe, wo sich fragt, wie attraktiv das ist. Beispiel, wo Versuche gemacht wurden, und das ist Holland. Holland ist ja Morphium abgegeben worden und Kleindealerei wird dort erlaubt. Wie beurteilen Sie das? Also, das wäre mir neu, das Morphium abgeben, vielleicht einzelne Stellen. Es gibt ein einzelnes Projekt in Amsterdam, das wird, dort wird an schwer süchtige, also an extrem problematische Konsumenten, wie sie das nennen, wird dort in einem beschränkten Ausmaß Morphium abgeben, und zwar läuft es so, die können maximal 100 Milligramm Methadon haben, und dann sagt einer, ja, ich habe einfach für 20 Milligramm Methadon weniger, kommt er dafür eine Ampulle Morphium über. Also in der Regel wird dann einer etwa 40 Milligramm Methadon am Tag konsumieren und kommt dann noch pro Tag, also 3 Ampullen Morphium über, kann sich dreimal etwas spritzen und hat damit einen Flash. Das ist vielleicht ein Projekt, das etwas vergleichbar ist. Also, wenn man immer da auf die Heroin-Maintenance mit denen vergleichen will, das ist ein Vergleich, der hält nicht ganz. Also, wir haben eine riesige, extrem problematische Szene, wenn man es mit den Konsumenten in Holland vergleicht. Und dann muss man anschauen, wo hat man für extrem problematische Konsumenten etwas können bieten, wo attraktiv war und wo genügend Erfolg hat, erstens in körperlich-medizinischer Hinsicht, und ich sage das immer, erstens, das finde ich das Wichtigste, man muss es zuerst mal nämlich überleben. Und das Zweite ist, auch andere Kriterien, also wie zum Beispiel Stabilisierung. In Holland haben sie eine riesige Arbeitslosigkeit, also man kann nicht erwarten, dass sie dort wieder arbeitsfähig wären, aber so wie die Leute dort aussehen, wären die da wieder arbeitsfähig, also, und auch Wohnungsprobleme und so weiter. Also tätige Probleme sind die Leute mehr in der Lage gewesen, wieder zu lösen. Und wenn man solche Kriterien an zweiter, dritter Stelle dann auch noch anschaut, also auch dann ist das erfolgreich. Gut, wenn wir die ausländischen Beispiele abschließen, Frau Lieberherr, mich würde wundern, konkret, wie stellt ihr euch das jetzt vor? Also dir geht ja so weit sogar, dass ihr sagt, gratis Heroin. Ja. Also erstens möchte ich mal sagen, ich glaube, dass wir jetzt ganz klar mal machen, dass es nicht einfach eine Freigabe ist. Man wirft da Legalisierung und Liberalisierung alles wild durcheinander. Und ich glaube, das tut unsere Leute auch verunsichern und beunruhigen, wenn man einfach von Freigabe redet. Es ist eine gezielte Abgabe in Situationen, wo das nötig ist, durch den Arzt und kontrolliert und sicher auch eingeschränkt. Und in welchen Situationen wäre das nötig? Ja, dort, wo eine ganz starke Abhängigkeit ist. Dort, wo eine Abhängigkeit ist und wo Gefahr besteht, dass er durch die Abhängigkeit von der Drogen auch kriminell werden kann. Oder wo ich denke, wo wir in der Stadt Zürich sehr viel haben, dass junge Frauen Prostitution machen, um Mittel zu bekommen, dass man dort das kann abgeben kann. Sicher begrenzt nach einem bestimmten Alter. Ich glaube, das ist klar. Aber das wäre ja die Mehrheit, die heute auf dem Platzspitz verkehrt. Ja, ich würde sagen, das wären selbst nicht sehr viele. Aber das muss man ganz klar sehen, dass das Situationen sind, wo man diesen Menschen dort helfen. Zweitens, Herr Dr. Siedenberger hat vorhin etwas von Stabilisierung gesagt. Ich schaue das als etwas ganz Wichtiges an.
dass man versucht, den Menschen zu helfen, ihr Leben, ihr tägliches Leben zu stabilisieren. Sie denken vor allem an die Stabilisierung der Gesundheit, Herr Siedenberg, das ist ganz klar. Ich denke vor allem auch, denken, dass man sein soziales Umfeld stabilisieren kann und dass man versucht, ihn irgendwie wieder ein bisschen sozial zu integrieren. Also, wie wir vorher gehört haben, das Schicksal von der Tochter von der Frau N, ist es ganz klar, da haben wir so ein bisschen gesehen, wie jemand an den Rand rausgedrängt wird. Und darum spielt bei dem Modell, das ich hier vorgeschlagen habe, spielt natürlich nicht nur das Abgeben, das gezielte Abgeben im Interesse des Drogensüchtigen von der Betäubungsmittel eine Rolle, sondern auch, was man flankierend anbietet. Das ist ja etwas, wo wir uns besonders in den letzten Jahren eigentlich Gedanken gemacht haben, und wo ich auch finde, wo man vermehrt sollte bei dem Methadonprogramm anwenden. Ich finde, mit dem Methadonprogramm kann man sehr niederschwellige machen. Zum Beispiel in Amerika sind an und für sich ganz niederschwellige Methadonprogramme verboten. Aber ich habe gesehen in New York, dass es Gruppen gibt, die einfach gesagt haben, also wir haben eine Notsituation, wir machen es einfach. Ich bin mal dann, als es gerade an einer Stelle eröffnet haben, niederschwellig ist an und für sich verboten. Denn in Amerika darf man nur Methadon abgeben, wenn damit soziale flankierende Massnahmen auch noch eingeleitet werden. Aber Frau Lieberherr, das und ist doch das, was jetzt immer ist gemacht wurde. Ja, auch in den letzten Jahren, wenn wir zurückschauen, was ja, gemacht ist, war das doch theoretisch. Die Revision des Betäubungsmittelgesetzes von Zoo ist angepasst. Nein, also meine, unter sozialen Massnahmen verstehe ich natürlich, dass man ihnen hilft, wieder eine Struktur in ihr Leben hineinzubringen, indem man ihnen hilft im Bereich Arbeiten, im Bereich Wohnen, im Bereich Verbringen der Freizeit, Tagesräume, wo sie hingehen können. Also, dass sie da nicht einfach nur immer mit dem Frossen umeinander rennen und so weiter. Das finde ich wichtig. Und das ist etwas, wo auch nicht genügend ausgestattet ist bei dem Methadonprogramm. Also, Herr Dr. Siedenberg, ich meine, die Leute kommen zu den Ärzten und bekommen einfach das Methadon über. Und an und für sich müssten sie nämlich etwas anderes mitbekommen. Ich will jetzt nicht mal sagen, durch euch Ärzte können sie in Gespräch gestützt werden, aber sie brauchen etwas anderes. Wir haben das, seit 2 Jahren machen wir das, und zwar ohne Zwang, dass die Leute aus dem, so muss schon sagen, ich will abstinent werden. Abstinenzziel, das ist etwas, was wir, glaube ich, aus ethischen Gründen eigentlich immer auch wetten fassen. Aber es gibt einfach Menschen, die können. Frau Lieberherr. Schwierigkeit ist doch, Frau Lieberherr, bei dem Ganzen, wo Sie sagen, ja, das wäre alles gut und recht. Aber Sie wissen genau, dass bei der Bevölkerung enorme Widerstände sind. Sie können keine Treffpunkte haben, sie können keine Wohnungen haben. Sie werden bei der Arbeit, ich meine, gut, jetzt in der Stadt Zürich gibt es das Einsatzprogramm. Wir mussten bei unserer Tochter schauen, dass sie können bei der Schwester die Adresse haben, dass sie können in so einem Einsatzprogramm arbeiten können. Weil auf dem Land gibt es das nicht, gibt es überhaupt nicht. Und ich weiss auch, dass mit dem Verein Jugendwohnungen, es ist prekär, es hat viel zu wenig. Und die Leute würden schon auf dem Platz spitze weggehen. Sie wollen ja alle neu mit das Dach über dem Kopf. Sie wollen ja neu mit wohnen. Aber sie können ja niemand wohnen, weil es will sie niemand. Und die brauchen keine wunderbare Wohnungen mit jedem Luxus. Das ist ja ganz klar. Sie brauchen das Dach über dem Kopf. Sie brauchen Wasser, Licht, Heizung. Und sie brauchen Begleitung. Das ist richtig. Also alles, was Sie jetzt sagen, ist ja das Plädoyer dafür, dass man das eben machen müsste. Ja. Und da, ich glaube, das ist wichtig. Aber ja, der Leute. Also lassen Sie es mal. Wir machen seit anderthalb Jahren machen wir Kontakt- und Anlaufstellen. Mhm. Ich könnte Ihnen ein Lied singen davon. Ja. Das kann ich Ihnen sagen. Was wir für Widerstände zu überwinden können, wo wir da sind, in bestimmte Bereiche sind, Kontaktstellen gemacht. Am Anfang wollte ich Feste machen, wo ich gesehen habe, dass überall Einsprachen hageln, haben wir Bus angestellt. Ja. Ich habe gesagt, ein Bus ist etwas Bewegliches, da braucht es keine Ausschreibung. Wenn man das anstellen kann. Und die Leute haben dann ein bisschen sich daran gewöhnt und haben ihre Ängste können abbauen. Wenn wir heute feste Anlaufstellen machen, das haben wir bereits 2, der dritte ist in Vorbereitung, dann muss ich Ihnen sagen, haben die Leute heute, weil man vorher Bus gemacht hat, ein bisschen verloren. Mhm. Es ist ein Prozess. Mhm. Und darum finde ich es auch gut, dass man über das alles reden tut. Man hat schon viele Vorstellungen. Ich kann Ihnen sagen, im Sozialamt, wir sind immer auf der Suche nach Räumen für Tagesaufenthalt, für Kontaktstellen, Anlaufstellen, auch für zum Wohnen. Wir haben seit Mai haben wir das Programm Begleitetes Wohnen. Wir haben jetzt 100 Plätze. Immerhin, für 100 Personen haben wir bereits das Programm bereit. Aber ich weiss, ich brauche noch etwa 200 Plätze dazu. Das ist mir sonnenklar.
Aber das ist effektiv das Wichtige. Und Sie haben jetzt etwas ganz Wichtiges angesprochen, dass unsere Gesellschaft nicht nur lernen muss mit Sucht leben. Sucht ist etwas, wo eigentlich durch alle Kulturen durch immer war. Oder? Aber wir hatten ein anderes Verhältnis zu der Sucht. Und heute haben wir ein extremes Verhältnis. Aber dass die Leute auch nicht nur lernen zu sehen, ganz rational sehen, was eine Sucht ist, sondern dass sie auch Süchtige akzeptieren. Das Herr Brenner, ist ein ganz anderer Weg, der jetzt da vorzeichnet wird, als dir, glaube ich. Ich muss zurückgehen, Frau Lieberherr. Sie haben es bereits angefangen vermischen, Heroinabgabe, Methadonprogramm etc. Sie sagen, gleich wie ich, das Ziel müsse trotz allem sein, die Einzelnen können zu stabilisieren oder sogar eben zur Sucht ausbringen. Reintegration, Arbeit und Wohnung etc. Das ist doch praktisch gesehen ein ganz gewaltiger Unterschied. Heroinabgabe, wo man 3, 4, 5 Mal im Tag muss zum Arzt, in die Ambulatorien. Methadon, wo man immerhin mit einem Tag angeht, genügt. Das ist der erste Weg, den man ja probiert hat. Und die Resozialisierung oder die Reintegration, die hat nur zum Teil funktioniert, weil ja die aus dem Methadon-Programm immer wieder ausgeschert sind und auf Kokain gegangen sind oder auf Heroin, vor allem auf Kokain. Jetzt aber zurück zum Heroin. Wenn man ja das anbietet und jeden Tag hat er 3, 4 Mal zum Arzt über alle Schwierigkeiten von der Kontrollen und von der Abgabe, über das haben wir ja noch nicht geredet, wie will so ein Mensch können sich wieder integrieren in die Gesellschaft, in die Arbeit, in der Wohnung? Aber wie kann wenn es denn bei Methadon noch nicht einmal funktioniert hat? Wenn wie kann Sie ihn wegnehmen in eine geschlossene Anstalt, also auch wenn das nicht so ein bösartiges Konzept ist und tatsächlich nicht in Konzentrationslager ausartet, gleich wenn Sie ihn rausnehmen aus dem normalen Funktionsgetriebe von dieser Gesellschaft, dann tun Sie ihn in ein Labor rein, wo vielleicht einiges laufen kann. Es kann für einige kann sehr viel Fürsche gehen. Sie können gewisse Aspekte von sich selber kennenlernen. Aber gewisse Aspekte sehen Sie nicht. Sie müssen ganz erhebliche Sachen, die sonst so nötig ist im täglichen Leben, müssen Sie gar nicht haben. Gerade auch die Auseinandersetzung mit Sucht ist verlagert. Sie ist irgendwo kommt ganz ein anderes Gewicht über. Es ist ja wichtig, dass die Leute sich selber können erkennen und sich selber in der normalen Lebenssituation können erkennen. Und das können sie zum Teil mit Methadon, aber es können viele das nicht. Viele sind nicht in der Lage, nur mit Methadon zu kutschieren, wenn sie sagen, ja, das sei dann weg der Drogen. Es ist vielleicht zum Teil weg der Drogen, es gibt aber ganz viele andere Faktoren auch. Sie haben das genannt, dass haben sie keine Wohnung, haben sie keine Tagesstrukturen, sie haben nur die Szene, wo ihnen bleibt, dort sind ihre Freunde, sie haben ganz schwer in einer Arbeitssituation wieder integriert zu werden. Also wie viele Patienten von mir sind zu Stellen ausgeflogen, weil bekannt worden ist, dass sie irgendwann Drogen konsumiert haben. Das alles lernen sie in diesen Anstalten nicht. Und es ist wichtig, dass viele Grundlagen geschaffen werden, dass die Leute normaler leben können. Eine Grundlage, das ist vielleicht der Anlass, und es ist nur der Anlass, das ist, wie geht man um mit dem Stoff selber, wie wollen wir die Stoffverteilung organisieren, wenn man das die Mafia machen lassen und die Polizei und der Repressionsapparat hilft unfreiwilligerweise noch dabei, oder wenn wir das so machen, dass das Ärzte und vielleicht auch staatliche Institutionen an die Hand nehmen. Aber ich möchte vom Herrn Brenner mal ganz genau wissen, was sind das für Einrichtungen, wo er jetzt, wir haben ein paar hundert Leute im Blattspitz, oder? Jetzt möchte ich mal wissen, die paar hundert Leute, wo sollen die untergebracht werden? Und es bestehen solche Einrichtungen, und wenn sie nicht bestehen, glaubt der Herr Brenner, dass man in absehbarer Zeit, ich konnte nicht jahrelang warten, wir müssen den Leuten bald mal helfen, was für Einrichtungen glaubt er können zu realisieren in einer brauchbaren Zeitspanne? Das allererste Mal müssen die Hälfte, das ist ein Programm von der SP so, mit der Heroinabgabe, müssen die Hälfte, die jetzt im Platzspitz sind, die müssen
verschwinden. Das sind Aussenkantonale, sind aus dem Ausland. Dass wir aber wie verschwinden sie? Das ist aber auch immer, das ist ganz klar vorgegeben in diesem Programm immer, von der Heroinabgabe. Wir kommen noch mal drauf. Da kommt jetzt nicht mehr. Aber in meinem Programm. Wie verschwindet die Hälfte? Mir ist das nicht drin. Ja, wenn man also tun Sie doch hier erklären, dann könnte man nachher vielleicht das von der SP noch diskutieren, weil es ist schon nicht ganz so, wie Sie sagen. Wenn man den Platzspitz räumt, polizeilich. Also rund heisst also schliessen, die Polizei steht dort und schaut, dass niemand mehr auf dem Platzspitz also als Drogenabhängigen und Deal und so weiter erscheint. Nicht? Das wäre, würde ich räumen heissen. Das ist im Klartext, gut, ja. Heisst das so. Und jetzt? Die Stationen, die Sie ja auch sagen, Frau Lieberherr, auch die dezentralen Stationen, die ebenfalls problematisch sind, wegen dem Anziehen ja dann einfach wieder von dezentralen Drogen. Szenen. Kliniken. Das ist sehr gut. Und sie dürfen wir jetzt nicht von Herrn Brenner hören, wo die dann hergehen. Ja. Nicht wahr? Also er ist dran, der Herr Brenner. Übermorgen schliesst die Polizei den Platzspitz. Und dann. Wir können nicht den Platzspitz räumen, bevor wir versuchen, die Plätze zu schaffen. Also, jetzt, das ist jetzt was für Plätze? Wir schauen. In den Spitälern, wir haben Klinik, wir haben psychiatrische Klinik. Sie, wenn ich über die Spitale weise, dann habe ich erhebliche Widerstände. Ja. Wenn ich zwei Schwerbehinderte, wo man die längste Zeit zu Hause gepflegt hat und also bis zum geht nicht mehr eben gegangen ist und dann ist es nicht mehr gegangen und man muss sie in Spitale weisen, dann gibt es ein Riesentheater und man trampelt die Leute auf die Füße und muss dann irgendwo jemandem wehtun. Und, ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Klinikdirektor, das ist ein ganz normaler Patient. Ja, wo wollen Sie denn? Nein, also das und ist auch ganz psychiatrische klar. Also Patienten. In der psychiatrischen Klinik ist ja so eine Überfüllung jetzt und dauernd das hin und her. Das lesen Sie doch auch in der Zeitung mit dieser Überfüllung und man hat keinen Platz und das hin und her. Also dort ist ganz sicher gar kein Platz. Gut, im Inserat hat es auch geheißen, geschlossene Klinik beziehungsweise Stellungnahmen. Gibt es die schon oder seht ihr, dass man irgendein Gebäude nimmt, das leer steht und eine geschlossene Klinik daraus macht? Wir haben differenziert noch dezentrale Auffangstationen und geschlossene Kliniken. Von der Politik her ist das nicht im Voraus die Aufgabe, das im Klartext zu bestimmen. Wo? Es gibt, nein, es gibt Liegenschaften in der Umgebung von der Stadt, vom Kanton, im Kanton Zürich aussen, wo man unter einem politischen Druck müsste zur Verfügung stehen. Gut, also das können wir annehmen. Ja, und wenn die Bevölkerung, zum Beispiel das nicht akzeptiert? Also nehmen wir mal an, die Bevölkerung akzeptiert das und so weiter. Was passiert nachher in diesem Haus? Ja, das ist die nächste Frage. Was passiert, wir haben das Haus mit 100 Zimmern? Wie kommen Sie rein in das Haus? Das ist eine wichtige Frage. Nehmen wir jetzt an, es gibt das Haus, hat 100 Zimmer. Was passiert nachher? Und jetzt, wie kommen die rein? Unter was für Bedingungen? Wer ist zuständig, um die reinzuschicken? Man kann die Frage nicht so stellen. Jawohl, das ist eine ganz wesentliche Frage, weil entweder gibt es die gesetzliche Grundlage oder es gibt sie nicht. Und wenn sie nicht gibt, muss sie zuerst geschaffen werden und dann geht es 10 Jahre. Man redet jetzt von geschlossenen Gesellschaften. Ja, eben. Ja. Aber von dem, das meine ich ja. Wie kommt jemand in so eine geschlossene Klinik rein? Unter was für einem Titel? Geschlossene Klinik kann es ja in dem Sinne nicht geben, sondern das wären die Therapiekliniken. Geschlossene Kliniken muss man irgendwie auf eine Art bis die anderen. Also jetzt müssen wir also klar sehen. Entweder sind das Spitäler, psychiatrische oder wegen mir auch andere, aber dann unterstehen sie dem Gesundheitsgesetz, oder dann sind es Justizeinrichtungen, nicht wahr? Und beide haben Voraussetzungen, damit jemand gegen seinen Willen hier eingewiesen werden kann. Und ich will jetzt von Ihnen hören, unter welchem Titel die Leute, die man jetzt hier vom Platzspitz also fortschickt, die paar hundert, unter welchem Titel die in diese Art hineinkommen. Das will ich hören. Der fürsorgerische Freiheitsentzug ist bereits angetippt worden. Wie funktioniert das? Ist ein Weg. Wie funktioniert der? Ich bin nicht Jurist, Herr Professor. Ja, gut, also kann ich Ihnen aber sagen. Aber ich weiss, dass es möglich ist, kann seit ich Ihnen der Änderung des Zivilgesetzbuchs. Kann Art ich Ihnen sagen, wie das geht? Frau Lieberherr, gut, sie ist Präsidentin von der Vormundschaftsbehörde. Also die Vormundschaftsbehörde müsste
müsste Antrag stellen und müsste einen Beschluss fassen und müsste wahrscheinlich ein psychiatrisches Gutachten, mindestens ein Zeugnis haben. Ja gut, dann wäre, das nehmen wir an, die würde ich Frau Lieberherr natürlich geben. Dann kostet eine Gutsprache. Gut, also dann wäre das möglich und dann wäre der Fürsorgefreiheitsentzug möglich und dann würde man den reinschicken. Und wissen Sie, wie lange man den könnte zurückbehalten in dieser Klinik? Unter dem fürsorgerischen Freiheitsentzug. Jetzt, also ein Drogenabhängiger, der nicht straffällig war, also wo jetzt die grosse Zahl auf wo auf dem Platz spitze ist, ja nicht in einem Strafverfahren sind, nicht drin sind, sondern... Wie? 2 Wochen. Ja, genau, oder 3 Wochen vielleicht. So, und dann müssen wir ihn entlassen. Mhm. Weil dann nachher wäre er entzogen und dann würde er sagen, ja bitte, also ich bin gesund natürlich, und ich nehme nichts mehr, würde er ihnen sagen, und dann müssen sie ihn entlassen. Und was haben sie denn erreicht damit? Dann haben sie nur erreicht, dass sie alle zusammen mit dem ganz grossen Aufwand überhaupt nichts erreicht haben, sondern einen völligen Leerlauf geschaffen haben. Das ist das Ziel dieser Drogenklinik, dieser geschlossenen. Und ich würde gerne hören, ob Sie ein anderes Konzept haben, das besser ist als das, das effektiv durchführbar ist. So. Ich komme nochmal zu den Therapiestationen zurück. Richtig. Und das ist das, was wir ja als Zwischenmöglichkeit haben. Richtig. Wir wissen, dass wir Therapiekliniken haben, Abihaus zum Beispiel, wo die Hälfte hat geschlossen werden musste. Weil die Freiwilligkeit, das geht nur freiwillig. Ja, und auf welchem Titel sind die dort? Freiwillig. Ja, die sind frei. Aber, die sind freiwillig. Aber wenn sie freiwillig sind, können sie jederzeit austreten. Das ist richtig. Aber die Freiwilligkeit, die wir ja wollen, erreichen ja. Die können wir doch nicht erreichen mit dem Freigeben vom Heroin. Ja gut, aber das ist jetzt wieder eine andere Frage. Ja, nein, jetzt reden wir. Gut, ich glaube, wir dürfen uns auch nicht verbeissen auf diesen Punkt. Ich weiss nicht, Herr Brenner, ob es so eine Unterschiebung ist, wenn ich sage, dass ich vielleicht noch nicht ganz zu Ende denke, euer Konzept mit der geschlossenen Klinik. Das ist richtig, Herr Rätz. Genau so, wie der Vorschlag von der Frau Lieberherr ebenfalls nicht zu Ende denkt ist. Da haben Sie auch recht. Ja. Da bin ich auch das ist ganz eigentlich. Also, beide Vorschläge sind irgendwo, also, nein, man utopisch. Diese bin ich aber also echt nicht einverstanden. Also, das ist nicht so, dass das nicht zu Ende denkt ist. Es sind immerhin Konzepte, die seit Jahren diskutiert werden in verschiedensten Vereinigungen. Also zum Beispiel im Verein Schweizerische Drogenfachleute wird das auch diskutiert. Es gibt andere Vereine, die das diskutieren. Die Symmetrie mache ich jetzt also nicht mit. Ich glaube auch, Frau Lieberherr hat viel grundsätzlicher überlegt. Also zumindest rechtlich durchführbar. Ja, gut, das ist klar, das ist möglich. Ja, das ist schon noch besser. Ja, es ist personell einigermaßen möglich. Ich meine, das haben Sie gar nicht diskutiert. Es ist theoretisch möglich, nicht wahr? Ob es praktisch durchführbar ist, das ist eine ganz andere Frage. Nein, praktisch ist es schon durchführbar. Über den Erfolg, da kann man natürlich diskutieren. Das wissen wir nicht ganz genau. Von Bern sie die Bewilligung bekommen. Das ist doch noch nie geschehen. Herr Professor, am Montag von der letzten Woche, wo das Papier, also die Stellungnahme von mir so rausgerundet war, hat bereits das Eidgenössische Amt für Gesundheitswesen verlauten lassen, es stimme, was ich da gesagt habe, dass man es auf dem Interpretationswerk vom Betäubungsmittelgesetz machen kann. Und dass sie, wenn eine Anfrage käme, voraussichtlicherweise zustimmen würden. Es braucht nur eine Zustimmung vom eigenen Gesundheitsamt und die Zustimmung natürlich auch vom kantonalen Gesundheitsamt. Jetzt hat aber heute die SVP begrenzte kontrolliert in therapeutischer Sicht ausgerichtet. Frau Lieberherr, die SVP, das ist in den Zeitungen von der Stadt Zürich, Kanton Zürich, hat gesagt, das verstoß gegen Völkerrecht. Also es sei rechtlich überhaupt nicht durchführbar. Das stimmt. Ja, das ist genauso gut abgeklärt, wie das, was der Herr Brenner vorher gesagt hat, dass es gibt also schon ausgedehnte Untersuchungen auch von Juristen über das Problem. Also man wird das genau zu gegebenen Zeit noch... Das ist richtig. In dem Sinn ist es durchführbar als kontrolliert im Sinn von Experiment. Also juristisch sicher ist das umstritten. Ich werde aber jetzt nochmal in die Praxis zurück zu der Frau N. Nathalie, was habt ihr aus Familie für Hilfe bekommen? Was hat euch das genützt, was zum Beispiel Frau Lieberherr in den letzten 2 Jahren angeboten hat? Ja, ihr habt sie erlebt. Ja, jetzt möchte ich schnell noch die Frage zurückstellen, weil es brennt mir noch etwas anderes. Und das ist, ich möchte noch etwas anklagen, wo nicht heroinisch, sondern
eine andere Droge, die genauso auf dem Platzspitz gehandelt wird, und das ist Rohypnol. Also wenn ihr dort durchlauft und ein bisschen die Ohren offen habt, dann gehört ihr, er heisst Sugar, Gocci, Rohyps. Und Rohypnol, das ist ja ein Schlafmittel. Das ist gedacht für Patienten im Spital, die Operationen hinter sich haben und so weiter, ist ein sehr potentes Schlafmittel. Und das wird verwendet, wenn man kein Heroin findet oder kann zahlen. Dann nimmt man das zusammen mit Alkohol und kann sich dann auch in so einen Zustand hineinbringen. Und das Rohypnol, das schließt Leute wahnsinnig. Das ist ganz, ganz eine teuflische Sache. Und das macht also viel, viel mehr kaputt wie Heroin. Es ist viel potenter. Und Rohypnolsüchtige sind viel schwerer zu entziehen. Das habe ich bei denen, die ich kennt habe, also miterlebt. Und ich weiss, dass das Rohypnol in den USA nicht zugelassen. Und wenn das stimmt, ist es auch... Stimmt, nicht mehr zugelassen. In Holland ist es entweder verboten oder es wird verboten. Das Rohypnol. Aber was wollt ihr sagen mit der Gefährlichkeit vom Rohypnol? Dass es viel süchtiger macht und dass es psychotische Zustände gibt, dass die Leute kriminelle Handlungen machen, die sie nachher nicht mehr wissen. Dass viel Suizid passiert mit Rohypnol. Also das wird immer verwendet auch. Und Halluzinationen. Ich komme selber bald über. Albträume. Also es ist ganz, ich habe das erlebt bei vielen Jungen. Es ist ganz etwas Furchtbares. Wirklich. Und ich glaube nicht, dass es mit Heroin solche Zustände gibt. Ich weiß nicht, was also, du kannst sagen dazu. Ja, ja. Also es ist natürlich schon eindrücklich, also, dass viele Leute das Gefühl haben, dass also jetzt haben sie einen gesehen, also das ist ein ganz schlimmer Heroin. Süchtige, das ist also das Schlimmste, was sie gesehen haben. Und dann, wenn man fragt, dann ist es einer, der so, oder? Das ist Rohypnol. Das ist meistens Rohypnol oder andere Benzodiazepin. Und das ist natürlich auch ein Mittel, das den Gesamtumsatz vom, also das Rohypnol ist ein Schweizer Medikament. Es gibt noch andere, Seresta, Lexotanil, Valium ist eigentlich vielleicht das, was man bis jetzt am meisten kennt hat. Das kommt natürlich ganz klar aus relativ leichtfertigen Verschreibungen von Kollegen. Und in so grossen Mengen? Ja, also ich meine... Kannst du es gehört, es wird vom Ausland auf dem grauen Meer kommt das wieder zurück? Es gibt sicher verschiedene Kanäle. Also es gibt Tätige, die grasen regelrecht Praxen ab oder haben dann einfach so fest die... Ein paar Töchter, die es wissen, die kann ich jederzeit bekommen, die das sehr grosszügig verschreiben. Und also es ist rezeptpflichtig. Es ist so, dass an sich der Kantonsarzt von Gesetz wegen zuständig wäre, das zu kontrollieren. Er ist dazu nicht in der Lage. Man könnte sich fragen, wieso. Also nicht jetzt als Aufforderung, dass er das mit irgendwelchen Polizeimitteln macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass man mit Benzodiazepin, wenn man das unter zu starke Repression nimmt, dass man da eine problematische Sache daraus machen könnte. Aber wichtig ist natürlich schon, dass das eine normale Sucht ist. Also ich weiss nicht, 10% glaube ich, von den Frauen im mittleren Alter konsumieren täglich ein Benzodiazepin, so in dieser Grösse, vielleicht sind es 5, ich weiss die Zahl nicht mehr genau, aber es ist also erheblich, wo täglich konsumiert. Und es ist ganz klar, dass es kaum eine notwendige Indikation, also kaum eine Situation gibt, wo man das wirklich braucht, außerhalb vom Spital. Es ist selten unumgänglich, dass man so ein Mittel verwendet. Aber also der grösste Teil des Konsums erfolgt süchtig. Und das landet also, in... Süchtig können Sie nicht sagen. Gut. Gewöhnung, nicht abhängig, so irgendwo missbräuchlich. So vorsichtig sein. Also, wenn wir das lassen, ich werde auf die Frage zurückkommen. Was haben wir für Mittel? Ich verstehe. Ja, klar, so kann man es dann schon noch sagen. Das medizinische wir nach der Sendung besprechen. Frau N. Was haben wir für Hilfe bekommen in diesen Jahren? Ja, also ich als Mutter bei mir gehe Hilfe suchen. Ich bin bei der Drop-In vorbei. Ich habe dort gleich gemerkt, dass ich am falschen Platz bin, weil einfach das wird voll ausgelastet für die Drogensüchtigen, für die, die Methadon-Programm haben. Und ich habe mich dann an das DAJ, an einen Elternverein gewendet. Das ist also ein Verein von Eltern, von drogensüchtigen, drogenabhängigen Kindern.
und habe dort eine sehr grosse Unterstützung gefunden, eine Beratung, Selbsthilfegruppe, wo, wenn jemand von euch schon in einer Selbsthilfegruppe war, ernsthaft über längere Zeit, weiss er, was das für eine Stütze, für eine Hilfe kann sein. Und ich habe selber in dieser Elternarbeit gemerkt, wie enorm wichtig als Eltern sind von drogensüchtigen Kindern. Und dass man die eigentlich bis jetzt immer ein bisschen auf die Seite geschürgt hat und das sind einfach der ganze Therapeutenapparat und man kommt jetzt immer mehr dazu, dass man sieht, also das sind ja die, eigentlich sehr wichtig wären. Die haben eine ganz wichtige Funktion. Und wenn sie nicht zusammenleben und wenn sie nicht also Durchfühlung haben, auch auf Distanz, ob jetzt das Kind im Gefängnis ist oder in einer Therapie, aber sie haben eine ganz wichtige Funktion. Und was ich da auch noch gerade dazu beifügen ist, ob euch auch bewusst ist, mit dem Ganzen, mit diesen diskriminierenden Wörtern wie Fixer, Trögler, wie tief was man da kann, gesunde Geschwister von Drogensüchtigen verletzen. Die sind nämlich auch da, die existieren auch. Und die leiden also zum Teil sehr unter dieser, ich sage jetzt mal pauschal, Volksverachtung. Am Trögler, am sogenannten Trögler gegenüber. Aber Freund, was ich eigentlich auch fragen wollte, was ist denn schiefgelaufen? Nathalie ist tot. Was ist denn schiefgelaufen? Wo ist etwas nicht gekommen, was ihr gebraucht hättet? Ja, ich glaube, sie haben es ja gesagt, dass das Gerichtsverfahren, wo offenbar ihre Tochter auch selber das Gefühl hatte, oder gesagt hat, ich bin gar nicht, ich kann gar nicht, oder nur in ganz kleinem Maß und nur wird so eine grosse Geschichte gemacht. Also in dem Sinn, da die Repression hat offenbar wesentlich dazu beigetragen, dass sie das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr existieren. Jawohl. Und das ist nun sicher ein Revisionspunkt, der ist heute ja auch ins Gespräch gekommen, dass bei uns, so wie es jetzt gehandhabt wird, das steht ja im Expertenbericht jetzt zu dem eidgenössischen ganz klar drin, unsere Justiz rennt in erster Linie den Konsumenten und den Kleindealern obendurch passiert begrifflich, es ist schwieriger und gefährlicher, obendurch viel zu erreichen und untendurch ist es leichter, Strafen noch zu machen. Aber der ganze Justizapparat... Und man hat auch lange gewartet und jetzt hat man Schiss, wenn man anfängt an einem Faden ziehen, ja, wenn etwas vorkommt, wie will man denn das noch plausibel machen, dass man da nicht schon viel früher, wo man doch ein bisschen am Faden schon in der Hand hatte. Herr Brenner hat den Kopf geschüttelt beim Stichwort Repression. Heute am Nachmittag ist am Platz Spitz wieder eine Polizeikontrolle. Ist das der richtige Weg? Ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich schon mal gesagt habe, ich finde, das ist schon eine sehr einfache und eine zu einfache Erklärung, der Suizid der Tochter von der Frau N. Einfach abschliessend im Raum stehen lassen, das sind die Repressionen. Der Weg, bis man dort hin war mit dem Drogenkonsum, mit dieser ganzen Drogenszene, da könnten wir allein zwei Stunden darüber diskutieren. Also das können wir schon nicht so im Raum stehen. Ich zweifle nicht an, dass das mitunter ein Faktor hätte sein können. Aber es wäre nicht gut, wenn das so wäre. Es gibt viele, die sich aufknüpfen, auch im Gefängnis. Sie haben mir die Frage gestellt, Herr Rätz, heute Mittag, Razzia von der Polizei. Ich habe das übrigens noch nicht gehört. Ich habe keinen Kommentar dazu gehört, aber Sie meinen grundsätzlich... Also wir haben zu uns telefoniert, heute am Nachmittag sind wieder eine Razzia. Gehen wir mal davon aus, es sei einig. Ist das denn jetzt ein Weg? Wir stellen ja fest, dass die Anzahl der Drogenabhängigen auf dem Platzspitz, die vom Herbst bis Herbst 88 bis Frühling 89 sich ungefähr verdoppelt haben, jetzt seit diesen Kontrollen und diesen Razzien, die in kürzeren Abständen kommen, eher sich stabilisiert hat. Ich meine, das ist schon die Folge von dem, dass alle die, die dort unten sind, wissen, es gibt immer wieder Kontrolle. Aber sie existieren trotzdem, die Drogenabhängigen. Sie verschwinden einfach im Auslöcher. Aber da sind sie gleich. Wie schlecht gewissen von uns allen. Es kommen vielleicht ein bisschen weniger von uns. Also von denen von auswärts muss man vielleicht auch noch etwas sagen. Man weiss, dass vielleicht ein Viertel, circa ein Viertel von den Leute, die am Platzspitz sind, aus der Stadt Zürich sind. Dann sagt man vielleicht einen anderen
30-40% sind aus dem Kanton Zürich, Mürgrüteil und aus anderen Kantonen. Und da möchte ich jetzt halt auch mal sagen, ich meine, wir versuchen in der Stadt Zürich einigermaßen etwas zu machen in diesem Bereich. Du hast es extra nicht übertrieben, aber Sie haben vorher schon erwähnt, ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass man halt außerhalb der Stadt eben auch in Richtung arbeiten tut. Wir brauchen nicht nur Notschlafstellen in der Stadt Zürich, wir brauchen auch in der Landschaft draussen. Ja, ja. Und da muss ich jetzt also sagen, ich habe gerade heute Nachmittag jemanden angetroffen, wo ein Gemeindepräsident aus einer Gemeinde aus dem Kanton Zürich. Wir haben im letzten Dezember habe ich mal alle Gemeindepräsidenten eingeladen und Sozialvorstände und habe ihnen gesagt, was unser Konzept ist, dass man hilft, ohne dass man die Leute schon auf Abstinenz verpflichtet. Und sie sollen da auch etwas machen. Und da muss ich jetzt sagen, demnächst geht zum Beispiel eine Notschlafstelle auf im Kanton im Zürich-Oberland. Es geht auch andere, die Einrichtungen auf. Ich muss auch sagen, nachdem jetzt hier der Vorschlag auf dem Tisch ist, interessiert es auch andere Städte für das Modell. Ja. Also da kommen sie und sagen, man muss schauen, was wir machen, wie könnte man das machen. Es haben alle zusammen das Problem und alle zusammen suchen nach Möglichkeiten. Und es wäre natürlich so ein Vorschlag, den ich hier jetzt gebracht habe, wo der Herr Dr. Seidenberg als Arzt da vor allem auf seiner Seite auch Sachen geliefert hat. Ich muss Ihnen sagen, wir haben bei uns sehr viel Grundlagenmaterial zusammen gesammelt gehabt. Es ist bei uns sehr im Sozialamt sehr seriös recherchiert worden. Das liegt nämlich Herr Professor Kind viel Untersuchungen vor. Es ist also nicht etwa so, dass man sagt, wir tun jetzt etwas blöstern, da irgendwie etwas zusammentragen. Es ist viel Grundlagenmaterial da, medizinisches, soziales, juristisches und so weiter. Und dass man das könnte machen, aber man müsste versuchen, dass andere in ähnlicher Form und Weise arbeiten würden. Man müsste ein Netz machen können, man müsste sogar über Grenzen raus. Ich muss Brenner hat vorher gesagt, ja, ich habe da quasi etwas Unerhörtes in die Welt rausgesetzt. Ich muss jetzt Ihnen sagen, das Papier von mir datiert Anfang Juli und heute Morgen habe ich gerade die Unterlagen bekommen, den Senatsbeschluss von der Hansestadt Hamburg. Mhm. Ganz ähnliche Sache. Ein dickes Papier, ein interessantes Papier haben sie mir da, habe ich da bekommen. Also die haben 3 Tage, das ist jetzt eine Koinzidenz natürlich, nichts mit dem zu tun, ich habe ja keinen Kontakt mit diesen Leuten, aber 3 Tage, nachdem ich mein Papier in die Stadt gegeben habe, haben die einen Beschluss gefasst in Hamburg, sehr interessante Vorschläge in Sachen Prävention, sehr Prävention in Sachen Therapie und auch, sie reden auch reden von der Abgabe von Heroin, unter ärztlichen Aufsicht, also nicht gerade genau gleich. Sie dürfen mir ein bisschen zu wenig die sozialen Begleitmaßnahmen noch ein bisschen ausschaffen, aber das ist vielleicht einfach ein Zufall. Ja, Frau Lieberherr, können wir noch schnell zu Frau N. zurück? Ja, ja, aber es ist unter dir hat gesagt, der Auslöser war der Gerichtstermin. Ja, ganz bestimmt. Der Auslöser, aber was hat denn vorher gefehlt, auf dem ganzen Weg? Irgendwie fehlt mir dort noch etwas. Also Schwachstellen. Ja. Also Sie meinen jetzt einfach während dem Methadon-Programm? Während dem ganzen Verlauf der Drogenkrankheit? Jawohl. Ja. Das ist ja unglücklich gelaufen, dass es nachher nur noch den Auslöser hat gebraucht. Ja. Wo sind die Lücken? Ja. Das ist noch schwierig zu sagen, weil ich meine, sie hat ja auch psychiatrische Betreuung gehabt. Man kann natürlich dort sagen, das ist vielleicht nicht genügend, eine Stunde oder eine halbe Stunde in der Woche, dass man das auch sollte können zwischendurch haben, nach Möglichkeit. Ich habe einfach verstanden, dass vor allem das Arbeiten gegeben hat bei ihr und bei ähnlichen Leuten, wie sie war, die Verachtung der Leute, die Missachtung, die Nichtbeachtung der Leute. Also sie ist einfach... Ja, sie ist an die Wand gedrückt worden, sie ist ein Aussenseiter geworden. Ich glaube, das ist etwas, das am schlimmsten, das ist am schlimmsten zu ertragen, weil man hat ihr ja nicht angesehen oder angemessen. Sie ist auch nicht mehr in dem Sinne drogensüchtig. Sie hat ein Methadon-Programm gemacht, aber sie war anders angezogen gewesen, sie hat andere Haartracht gehabt, sie hat vielleicht anders geredet. Sie war eine Aussenseiterin gewesen. Und habt ihr jetzt das Gefühl, ich werde auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, zum Schluss noch mal kommen. Ja. Hat ihr das Gefühl, hat sie jetzt das neue Programm, das Frau Lieberherr machen möchte, gemacht, nämlich, dass sie Heroin hat bekommen oder andere Opiate? Hat das irgendetwas an dem Schicksal verändert?
Das ist hypothetisch, das ist wirklich hypothetisch, weil sie ist ja vom Heroin weg gewesen seit 2 Jahren und sie hat ja keine, eigentlich, sie hat dann zur Hilfe genommen zum Sterben, aber sie hat ja nicht wollen zurückgehen in eine Drogenkarriere. Ich glaube viel mehr, dass alle die anderen Massnahmen ihr geholfen hätten und eben die Straffreiheit. Also ich glaube, das ist klar, dass das nicht ein Fall ist, wo weder, ich habe es schon mal gesagt, weder für den Herrn Brenner noch für Frau Lieberherr in Frage wäre, für die Hilfe, die sie jetzt da postulieren. Ja. Und so viele sind es natürlich. Das sind zahlreiche, das sind viele. Das sind, ich meine, das... Nicht, ich glaube, sie hat vorher etwas ganz Wichtiges gesagt, eben die Anerkennung, die können integriert sein in der Gesellschaft. Und das hat damit zu tun, mit der Anerkennung, dass die Form von Sucht gibt. Nicht, das ist neu, das ist noch nicht integriert. Es ist bös integriert, dass jemand ein Alkoholiker ist. Das wird lang toleriert. Es wird auch noch plus minus toleriert, wenn jemand schlafmittelabhängig ist. Nicht, das geht auch noch relativ lang. Das sieht man auch nicht so und so weiter. Das ist akzeptiert. Und um das geht es ja, dass Mittel, neue Mittel irgendwie wieder integriert werden und dann nachher dann gibt es so einen, wie soll man dem sagen, einen Bodensatz wahrscheinlich von Abhängigen, von Süchten, die nicht damit umgehen können. Und da muss ich Ihnen noch widersprechen, Herr Seidenberg, Sie haben vorher so gesagt, wir wollen doch denen ermöglichen, gewissermaßen ihre Sucht zu leben. So, mit ihre Sucht gewissermaßen auszuleben. Und das meine ich, das kann doch nicht das Ziel sein. Das ist bei keiner Sucht das Ziel. Jede Sucht das unterstelle ich jetzt ein bisschen. Ja, ich habe gesagt, sie sollen können normal mit ihrer Sucht leben. Das heisst nicht, sie sollen jetzt hingehen und ihre Sucht ausleben. Es ist nicht mein Ziel, dass die gehen, die Sucht ausleben. Sondern es ist mein Ziel, dass, wenn sie süchtig sind, dass sie halt mit dieser Sucht können leben, solange sie noch süchtig sind. Und wenn es dann, dass wenn einer dann zum Schluss kommt, ja, ich wollte wirklich nicht mehr süchtig sein und dort eine Hilfe will, dann kann er, selbstverständlich, und das passiert ja auch, kann er zu mir kommen. Und es gibt auch Leute, die das bei mir gefunden haben, die Hilfe, um dann aussteigen. Das ist nicht so, dass ich natürlich sage, ja, gehen dann und sind alle süchtig und machen die. Aber weiss nicht. Aber Gelegenheitskonsumenten, wenn sie das ist richtig, ja. Gut, dort müssen wir vielleicht auf das eingehen, wieso Gelegenheitskonsumenten. Es ist natürlich so, dass wenn Todesfall vorkommt, muss man mal analysieren, wann, in welchen Situationen, nicht nur welche Stoffe, sondern auch welche Situationen. Man sieht relativ häufig, dass plötzlich ein Todesfall, also jetzt ein spezieller Fall, es gibt viele andere Situationen, man müsste das ganz genau auch mal analysieren. Es gibt wenige Untersuchungen, also ich kenne nichts so, wo man genau schaut, wann ist eigentlich wer gestorben. Also nehmen wir jemanden, der kommt aus einer Entzugsstation raus, und hat einen Absturz, oder er kommt aus dem Gefängnis raus und hat einen Absturz, dann ist er besonders gefährdet. Und es ist ganz offensichtlich, dass besonders dann Todesfall oder beinahe Todesfall vorkommt. Das könnte man jetzt relativ leicht untersuchen am Blattspitz, also diese spezielle Fragestellung. Also, dass man diesen Leuten dann eine wenig gefährliche Konsummöglichkeit anbietet, auch wenn man in Kauf nimmt, dass in dem Moment halt wieder anfängt und man das nicht verhindert. Ich glaube, die Repression langt nämlich schon das, dass wenn jemand muss zu einem Arzt gehen und sagen, ich will etwas. Und einfach dann, wenn es auch sogar ein relativ kurzes Gespräch ist, dass er diese Schwellen überschreiten muss, bis er zu seinem Stoff ankommt. Ja. Wenn Sie sich überlegen, Sie müssten, um überhaupt einmal ein Bier trinken zuerst mit einem Doktor reden, um das Bier zu trinken, dann sieht man, dass das absurd ist. Es würde einen doch schon eine recht grosse Bereitschaft brauchen, bis er das macht. Gut, Herr Seidenberg, wir kommen jetzt wieder in eine neue Diskussion hinein. Ich möchte an sich hier einen Punkt setzen. Ich möchte Herrn Brenner fragen und Frau Lieberherr fragen, wenn wir ein Jahr vorauskommen, wie ist die Situation hier in Zürich? Werden wir denn Heroin vom Staat haben, Herr Brenner? Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich hoffe sehr, dass das nicht der Fall ist. Ich komme in diesem Zusammenhang einfach nochmal aufs Gesetz zurück. Also unser jetziges Betäubungsmittelgesetz
lässt es in dieser Form nicht zu. Und völkerrechtlich, unter dem Einheitsübereinkommen, das die Schweiz im 70 unterschrieben hat, ebenfalls nicht. Wenn ich aber nochmal Ich möchte die Sendung hier aushören und jetzt noch Frau Lieberherr fragen, bringt ihr eure Stadtratskollegen so weit, dass in einem Jahr euer Projekt durchgesetzt ist? Ich bin nicht Prophetin und ich kann das nicht sagen. Ich weiss nicht, ob die Zeit reif ist dafür, aber ich befürchte, wenn wir nicht in die Richtung gehen, dass wir in der Drogenpolitik gar keinen Schritt vorwärts kommen.